So, wir sind hier mit dem Defender auf Sardinien unterwegs und ich würde das mal als Anlass nehmen, eine Roomtour von dem Fahrzeug zu machen. Ich finde es immer ganz cool, wenn man so ein Auto auch so richtig im Einsatz sieht. Es ist jetzt alles eingeräumt, es ist alles in Aktion und es funktioniert auch alles. Und ich zeige euch jetzt mal die ganzen Funktionen, die an diesem Fahrzeug vorhanden sind. So, erstmal zum Basisfahrzeug an sich. Ich habe den Defender vor 1,5 Jahren gekauft, habe den von Grund auf restauriert. Der war am Anfang eigentlich schwarz, ist ein kurzer, ein Defender 90 und der ist von Baujahr 1999. Steht gut da, ich habe ihn komplett einmal restauriert, neu lackiert, viele Anbauteile erneuert. Der hat eine komplett neue Bereifung bekommen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal so ein bisschen von vorne an und arbeiten uns nach hinten durch. Ich finde, die optisch größte Veränderung, die es hier an der Front gibt, sind die neuen LED-Scheinwerfer von Nolten. Die machen nicht nur richtig gutes Licht, sondern verändern auch die gesamte Optik vom Fahrzeug. Ich finde, es sieht komplett aus wie so ein Neuwagen mit diesen LED-Scheinwerfern. Und natürlich auch eine riesige Veränderung, wie man sieht, hier die Winde von Winchmax. Kann 6 Tonnen ziehen, habe ich zum Glück noch nie gebraucht, aber wir werden in den nächsten Tagen hier auf Sardinien ein bisschen Offroad fahren und vielleicht brauche ich die ja dann sogar mal. Eine kleine Detaillösung, die ich persönlich richtig cool finde, ist dieses kleine Fach hier. Das kann man so für den Defender kaufen. Ich versuche euch auch alle Sachen, die hier verbaut sind, unten in der Beschreibung zu verlinken. Und hier drin ist jetzt nicht nur die Bedienung von der Winde, also die Fernbedienung, sondern auch der Ausschalter. Und wir haben hier so eine kleine 12-Volt-Steckdose. Da stecke ich immer meine mobile Solarplatte rein, aber die zeige ich euch gleich auch nochmal. Die größte Veränderung und so ziemlich auch die einzige Möglichkeit, wie man so einen kurzen 90er Defender zu einem echten Camper umbauen kann, ist natürlich das Aufstelldach. Das ist jetzt ein elektrisches Aufstelldach Sky Vision von Offroad Hash. Ist ein absolut geiles und hochwertiges Produkt und wir haben da schon einige Nächte drin verbracht. Das ist mit einer elektrischen Aufstellung und das ist nicht nur eine Spielerei, sondern das hat wirklich einen praktischen Nutzen, weil wir jetzt halt auch Sachen auf dem Dach transportieren können. Ich habe da jetzt die große Alukiste drauf, das ist auch so der einzige größere Stauraum in dem Fahrzeug und durch die elektrischen Aufsteller haben wir halt nicht das Problem, dass wir das Dach jetzt halt nicht mehr hochbekommen. So, hier ist es Platz für Campingstühle, unseren Grill, Werkzeug und wir haben auch unsere Schnorchelsachen hier drin. Das findet hier alles Platz. So, ist auf jeden Fall krass, wie viel zusätzlicher Raum hier drin entsteht, wenn man das Dach hochklappt. Und um jetzt wirklich auf der ganzen Fläche stehen zu können, kann man jetzt die Liegeeinheit hier einfach einmal hochklappen. So kann man sich jetzt hier auf der ganzen Fläche frei bewegen. Oder man klappt das Ganze runter. Und der Unterschied zu einem klassischen Aufstelldach ist jetzt, dass man in dem Fall hochklettert und die verbleibende Öffnung verschließt. Und auf die Art und Weise hat man jetzt eine Liegefläche, die so um und bei 1,90 m x 1,40 m groß ist. Reicht vollkommen aus für zwei Personen, die jetzt nicht allzu groß sind und kann hier ganz entspannt schlafen. Wie ihr seht, habe ich hier drin auch eine Beleuchtung und das Coole ist, dass die sowohl oben im Dach funktioniert, als auch hier einfach runterleuchtet. Die funktioniert hier mit zwei solchen Touchschaltern. Da kann ich das Licht sowohl ein- und ausschalten als auch dimmen. So, auf den Schrank hier bin ich besonders stolz. Der hat nämlich eine Menge cleverer, kleiner Stauraumlösungen. Angefangen von diesen kleinen Klappen mit den Spannhebelverschlüssen hier. Die verlinke ich euch auch unten, die waren gar nicht so leicht zu finden. Oder auch der Kühlschrank hier, der ein echtes Raumwunder ist. Das ist der Dometic CD20. Da passt echt eine Menge Zeug rein. Und da habe ich den Kühlkompressor auch versetzt, weil der wirklich einmal komplett bis hinten zur Fahrzeugaußenkante geht. Hier haben wir noch so kleine Schubladen. Die sind ganz praktisch für Besteck oder auch so Bürozeug. Und hier ist jetzt mein Kleiderschrank. Direkt daneben ist die Küche und hier kommt man auch von innen ran. Da sind jetzt hier die ganzen
Gasherd, Geschirrsachen drin und obendrauf haben wir nochmal ein kleines Waschbecken. Der Wasserhahn lässt sich hier einfach so aufklappen. Wir haben den Frischwassertank unterm Fahrzeug mit einer Druckpumpe und hier direkt daneben gibt es so einen Standheizungsausströmer. Das hat den Grund, dass ich natürlich auch, wenn ich im Winter mit dem Fahrzeug unterwegs bin, besonders das Aufstelldach heizen möchte. Und vorne haben wir jetzt noch so einen Luftstromregler mit einem Bodenzug, wo man dann auch von oben rankommt durch ein Loch hier und dann von oben sich auch aussuchen kann, ob die warme Luft dann nach oben oder nach unten gehen soll und so das optimal heizen kann. Hier hat man nicht nur eine kleine Sitzfläche, sondern die Sitzbank dient natürlich auch als Stauraum. Da haben wir dieselben kleinen Klappen, die auch hier in der Küche verbaut sind. Und hier in der Bank haben wir auch einen Stauraum, vorne und auch hinten. So, und eine Sache, die hier noch ganz unauffällig ist, ist, dass hier ein doppelter Boden im Fahrzeug ist. Und hier habe ich meinen Tisch dabei. Den kann man so rausziehen. Daneben sind direkt die Beine, die kann man jetzt direkt reinschrauben. Dann kann man den Tisch so in halb herausgezogenem Zustand verwenden oder man zieht ihn einmal komplett heraus und schraubt ihn einmal komplett zusammen, dass man ihn auch separat verwenden kann. In den Innenraum hier ist auch eine Menge Arbeit reingeflossen, die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, bevor wir das ganze Camp hier noch aufbauen. Und wir haben hier neue Ledersitze von Exmoor Trim drin. Die ganze Armaturengeschichte hier mit dem Eichenholz habe ich selber gebaut. Und wir haben hier ein größeres Radio, was auch über Zweitbatterie läuft. Und die ganze Elektrik, die ist hier unter dem Fahrersitz und die zeige ich euch jetzt. Unter dem Fahrersitz ist der originale Batteriekasten vom Defender und ich habe es tatsächlich geschafft, die gesamte Camper-Elektrik dort unterzubringen. Die Camper-Elektrik wurde von K-Elektrik in Hamburg geplant und hier drinnen ist eine 150 Amperestunden Lithium-Batterie von Superbee, eine Smart-Control-Unit, wo die Ausgänge per Handy schaltbar sind und programmierbar sind, ein Ladebooster und natürlich auch die Starterbatterie mit dem Sicherungskasten für die Seilwinde. Und das Coole daran ist, dass jetzt hier zum Beispiel solche Funktionen realisiert sind, wie zum Beispiel, dass sich die Wasserpumpe automatisch ausschält während der Fahrt oder auch, dass man am Handy auf den Knopf drücken kann und dann ist der Kühlschrank für 8 Stunden aus. Das ist für nachts ganz praktisch, wenn einen das Geräusch vom Kühlschrank stört. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache und ich bin happy, dass ich das hier alles in dem Batteriekasten untergebracht bekommen habe. Ich glaube, das ist tatsächlich mein absolutes Lieblingsfeature an dem Auto. Und zwar ist das dieser selbstgebaute Außentisch. Und zwar hat man, was die Küche angeht, ja im Fahrzeug nicht so viel Platz. So hat man jetzt hier einfach eine Tischplatte, kommt so auch an den Schrank innen ran, kann sich hier zum Beispiel ein Waschbecken rausziehen, das ausklappen und hat hier auch einen Wasserhahn, wo man Sachen abspülen kann. Direkt daneben ist der Kocher. Und dann hat man hier quasi echt eine vollwertige Küche. Und für schlechtes Wetter oder auch für Schatten haben wir hier oben drüber noch eine Markise. So, ich hoffe, diese entspannte Roomtour aus dem Urlaub hat euch gefallen. Lukas fährt schon los. Für uns geht es jetzt auf eine kleine Runde Offroad fahren. Wir werden uns ein, zwei Strecken zeigen. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut.